Aktien sind ein wichtiges Mittel zur Finanzierung von Unternehmen. Sie werden ständig gehandelt und ihr Preis ändert sich kontinuierlich. Es gibt diverse Modelle und Forecasting-Methoden, die versuchen, die Preisentwicklung vorherzusagen. Doch was im Moment noch fehlt, ist ein kausales Modell, das sowohl den Preis vorhersagen als auch erklären kann, wie die Preisentwicklung zustande kommt. Ich bin Lukas Frey und im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich ein System Dynamics Modell entwickelt, das die Preisentwicklung von Aktien vorhersagen und erklären kann. Es gibt viele Einflussfaktoren, die den Preis von Aktien beeinflussen können. Für meine Arbeit habe ich mich auf 4 Einflussfelder fokussiert. Auf die fundamentale Analyse von Unternehmen, die technische Analyse der Preisentwicklung, die psychologische Analyse der Investoren und die allgemeine Analyse der Finanzwelt und dem Umfeld. Das resultierende Stock- und Flow-Diagramm zeigt die Preisentwicklung und die wichtigsten Kausalitäten, die die Preisentwicklung beeinflussen. Um das Modell zu testen und zu validieren, habe ich das Modellverhalten auf die historischen Daten von BKW-Aktien aus den Jahren 2020 und 2021 abgestimmt. Dabei habe ich die historische Preisentwicklung mit einem durchschnittlichen relativen Fehler von 5,7% reproduzieren können.